Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und dabei habe ich mir ein Replay rausgesucht und zwar mit einem Panzer, den ich selber derzeit sehr, sehr viel und sehr, sehr gern spiele. Den AMX 1357 F oder GF. Einer der, oder der erste Panzer für die Grand Finals damals. Und bei mir persönlich lange Zeit komplett verschollen. Also ich habe in den 3 Jahren, seit ich den besitze, 10 Gefechte gemacht. Jetzt habe ich ihn seit einer Woche so gesehen wieder für mich entdeckt und muss sagen, der ist jetzt richtig, richtig geil. Manche würden vielleicht sagen, er ist zu stark. Gib ich ein klares Jein. Ich würde sagen, der ist sehr verdammt stark in den richtigen Händen. Also wenn jetzt ein wirklich guter Spieler drin sitzt, dann hat das Ding unfassbares Potenzial. Wenn aber da jetzt einer drin spielt, der jetzt vielleicht eher so zu den Normalos oder sogar eher unterdurchschnittlich ist, der wird damit unfassbar Futter sein. Also, weil er ist nicht leicht und das muss man ganz klar bedenken. Aber, und das werden wir wahrscheinlich auch hier in der Runde sehen, er ist von seinem Damage wirklich ganz nervig, kann unfassbar jemand auf den Keks gehen und richtig, richtig stark nerven. Und er kann halt auch noch spotten, ist halt noch flink und agil. Also der Panzer ist wirklich ein gutes Allround-Talent in fähigen Leitfahrerhänden, würde ich es jetzt mal sagen. Jetzt macht er erstmal hier so ein bisschen in die Mitte. Sein Team ist ja angreifend, da ist es jetzt immer mal ganz gut zu wissen, wo sind denn so die Gegner, wo finde ich was und wo sollte jemand beschießbar sein. Und jetzt kommt hier einer rum und jetzt sehen wir mal das Potenzial. Der IMX-12T kommt rum, will da einen Schuss setzen, schafft es nicht und in der Zeit kriegt er schon 370 rein, ist schon halb mit seinen Hitpoints weg und er kann hier nachladen und das ist halt auch das Tolle. Man hat hier 8 Granaten am Start mit 90 Schaden und mit AP 143 Durchschlag. Premium sind 195. Der Alpha ist dafür nicht hoch. Wir reden hier von einem Alpha-Stand von 90, glaube ich, sind es. Genau. Und ja, das ist halt natürlich Thema. 90 Alpha ist jetzt recht wenig, aber rechnen wir es einfach mal hoch. 8 Granaten bei 90 Schaden. Da kommt schon auch ein bisschen was rum. Also die 720, die da sozusagen kombiniert möglich sind, innerhalb von 8 Sekunden, weil zwischen den Schüssen liegt eine Sekunde, beziehungsweise wenn man sogar den ersten Schuss nicht mal wirklich mitrechnet, weil der fängt ja instant sozusagen an, also hat man dementsprechend das Ganze ganz schnell durchgebratzt. Also, wirklich nice. 8 Sekunden fürs Magazin kann man dann durchaus lassen. Beziehungsweise 7, wenn wir die erste Granate offiziell nicht mitrechnen. Man arbeitet mit dem Panzer sehr viel mit Auto-M. Man versucht den Gegner zu circlen, ohne anzuhalten, sondern einfach wirklich aus der Fahrt das Ganze zu machen. Und der Panzer von seinen XP ist wirklich gnadenlos. Ich habe erst vor kurzem eine Runde gefahren mit 1400, das lasst mich nicht lügen, 75 XP. Also für meine Verhältnisse eine wahnsinnige Runde. Und es war eine erste Klasse. Ich habe gesehen, das erste Panzerass bei dem Panzer sind ab 1500 XP, also unverschämt hoch. Da sieht man aber schon mal wirklich, was da Thema ist. So, der LTG. Den hat er jetzt einfach easy peasy rausgenommen. Zweiter Kill. Der war nicht schwer. 7-8. Da ist noch alles möglich, alles drin. So, jetzt ein bisschen hier noch die Mitte bespaßen. Bereit zu feuern.
So, und da kommt jetzt der 1375. Da ist jetzt Autoloader gegen Autoloader und man hat schon gesehen, der hat schon deutlich mehr gebraucht, um dann hier den Schaden anzubringen. Der 1375 einfach mal schnelle zwei Hits. Macht halt einfach 140 Alpha. Da braucht man in der Zeit schon zwei Treffer. Aber auch den kriegt man gut raus. Muss nur aufpassen, der Jagdpanther. Der ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Der hat da Glück gehabt, dass der gebounced ist. Und bisher tätigt er sich hier eher als Spotter, denn als Damage-Dealer, wobei aber auch schon 1000 Schaden oder 963, um es ganz genau zu nehmen, schon sehr ordentlich ist, bei nur 890 eigenen. Also seine Hitpoints hat er so mal schon ausgeteilt. So, und jetzt will er sich da den Tiger holen. Und das ist mutig, denn er hat halt nicht mehr viele Hitpoints, aber man sieht mal, wie schnell der da den Tiger umfahren kann. Und genau das ist die Situation. Umfahren, einfach dem gegnerischen Turm damit ausweichen und das Magazin in der Fahrt rauspratzen. Sehr, sehr fein gemacht. Und da hat man es einfach mal perfekt gesehen, was mit dem Panzer so möglich ist. Fast 4000 unterstützt. Und 1500 schon auf der Habenseite. Viele, die auch den Panzer bei mir im Stream zuletzt gesehen haben, wünschen sich den jetzt umso mehr wieder zu haben. Denn natürlich eben mit dem aktuellen Matchmaking, wo ein 7er Light ein ganz normales Matchmaking hat, wie jeder andere Panzer auch, ist er natürlich nochmal stärker, als er vielleicht schon früher war. Und auch hier würde mich mal wieder eure Meinung dazu interessieren. Nicht nur zum Replay im Allgemeinen, sondern wie ist denn eure Meinung zum aktuellen AMX 1357 und natürlich auch zum M4190, also dem deutschen 8er Light, der auch ein Grand Final Panzer ist und auch dem Matchmaking sozusagen jetzt ein bisschen positiv eingestellt, das will ich mal sagen. So, er ist hier der einzige Panzer nach wie vor von seinem Team. Ansonsten nur noch Artis am Start. Und jetzt macht er alle Artis auf. Jetzt muss man aufpassen, dass die nicht zu schnell um aimen. Aber wir sehen schon, die anderen Artis, die reagieren kaum, weil die noch auf die Artis, der von seinem Team ausgelegt waren. FV hat verschossen. Dementsprechend hat er jetzt hier die Zeit, sich der Arti anzunehmen, sage ich mal. Und jetzt kann er es da in Ruhe machen. Nur nicht rammeln, keine Hitpoints unnötig verlieren. Genau, seitlich auch mal anfahren. Da lässt er auch noch einen Hitpoint stehen, aber halb so wild. So, jetzt lädt er schon den Premium-Clip, denn er hat nur noch zwei normale Granaten und das ist natürlich unsinnig. Also dementsprechend direkt den Premium-Clip. Die Arti hat den 1375 rausgenommen, sehr wichtig. Aber da kommt jetzt noch der Scorpion G und das ist noch eine Brumme, wo er wirklich fürchten muss. Scorpion G, ein Panzer, der richtig wehtun kann und ihn natürlich mit seinen 328 Hitpoints Volley nimmt, wenn es denn ist. So, ich mache hier mal eine leicht andere Sicht. Der fährt mir schon sehr am Boden entlang. Da fühlt man sich ja wie sonst was. So, und jetzt kann er den circlen. Man sieht, die Kanone kommt nicht mal da jetzt mit. So, jetzt hat er hier seinen Clip raus. Jetzt muss er aufpassen. Und jetzt fährt er in die andere Richtung entweg. Und da nimmt die Arti jetzt ihn raus. Auch wenn es zu Lasten von ihm gegangen ist. Aber scheißegal. 3285 Schaden. 4379 unterstützt. Und 2149 Baserfahrung. Und mit einem 7er Premium gab es am Ende hier 106.000 Credits raus. Feine Runde, feiner Panzer. Mir macht er unfassbar viel Spaß. Aber eure Meinung interessiert mich. Lasst die mal in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Replay of the Week. Euer Alcaramba.